So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. Yo, was geht ab, Leute? Was geht ab? Wieder mal Primetime, 21 Uhr Mittwoch. Ich hab Bock heute auf diesen Call. Und ja, ich habe gerade schon gesehen, in der Gruppe geht es auf jeden Fall auch ab. So, ihr macht Stimmung. Und das ist echt extrem wichtig, dass wir alle immer auf diesen Team-Call drauf sind, weil eine Sache, die ich habe mich letztens reflektiert und das war eine Sache, die mir aufgefallen ist. So, ich bin von Team-Call zu Team-Call zu Team-Call gegangen und bin von Klickmoment zu Klickmoment zu Klickmoment gegangen. Das heißt, es ist super wichtig, einfach wirklich jeden Teamcall versuchen zu mitzunehmen. So damals, ich habe auch einen Minijob gemacht oder so, oder wenn ich keine Zeit hatte oder so, oder konnte nicht an meinem Schreibtisch sitzen oder sowas, dann habe ich mir trotzdem versucht, einen Kopfhörer reinzumachen, um trotzdem den Teamcall mitzuhören, weil es sind immer Klickmomente und ihr baut euer Mindset durch die Teamcalls auf. Nur durch die Teamcalls. Wenn ihr auf die Teamcalls kommt, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Tag zu Tag, einfach immer auf diesen Call zu sein. Weil erstmal kommt ihr dadurch ans Campfire ran, saugt die Energie auf. Und zweitens, wie gesagt, baut ihr dadurch langfristig euer Mindset auf. So ohne diese Teamcalls, ohne dass Leander mich am Anfang gezwungen hätte, auf diese Teamcalls zu gehen, wäre ich niemals zu der Person geworden, die ich jetzt bin. Das heißt, wirklich nehmt das Ganze ernst und auch eurem Team oder euren Partnern oder generell die Leute, fuchst die an, dass die alle auf diese Calls draufkommen sollen, mit Stift und Zettel am Start sind. Und einfach sich dadurch konstant weiterbilden. So, weil wie gesagt, ihr werdet durch diese Teamcalls weiterbilden und aufs nächste Level kommen. Genau. Alles klar, perfekt. Heute ist ein Rising Star Call. So von, wir haben einfach 4 Personen ausgewählt, die ja in letzter Zeit einfach, ich weiß, wir geben alle extrem viel Gas, aber bei denen habe ich nochmal eine extra gesehen, wie die nochmal extra mehr Gas gegeben haben. Und deswegen freue ich mich auch, den ersten Speaker anzukündigen. Und der erste Speaker ist eine Person, die schon bevor er gestartet ist, hat er schon den Mentorship-Calls geguckt, jeden einzelnen Tag, hat schon, jeden Tag war on fire, hat schon davor auf Instagram gepostet, weil er einfach so on fire war, das Ganze zu starten, weil er vorher noch kein Geld hatte. Und deswegen, Bro Kai, ich bin einfach mega dankbar, mit dir zusammenarbeiten zu dürfen. Und ich weiß, wenn du so weitermachst in dem Tempo, in dem du gerade bist, wird es nicht mehr lange dauern, Digga, wirst du auf jeden Fall deinen nächsten Rank erreichen. Und vor allen Dingen, das Coole bei ihm ist, einige kennen ihn wahrscheinlich, weil er auch manchmal Trading-Sessions fürs Team macht und da extrem, extrem gut ist und vor allen Dingen nicht nur auf seine Profits, sondern vor allen Dingen auf die Profits von den anderen achtet. Deswegen, ich würde sagen, Leander entmutet dich und Kai, ich bin unnormal gespannt auf deinen Part. Let's go. Perfekt. Danke euch. Danke dir auf jeden Fall. Besonders halt dem ganzen Team, dass ich auch jetzt die Möglichkeit habe, hier heute am Start zu sein, die überhaupt zu speaken, ein bisschen Value mitzugeben. Und ja, ich bin euch ehrlich, genauso wie es bei Finn war, ist Finn auch auf mich zugekommen. Er meinte, Bro, was ist am Mittwoch um 1 Uhr? Teamcall, Bro, was ist los? Du speakst da. Und natürlich war das erste Moment, in dem ich extremes Eierflattern hatte. Ich bin euch absolut ehrlich, ich hatte so Schiss, Mann. Aber das war der Moment, wo ich realisiert habe, wenn ich jetzt nicht durchziehe und jetzt aus meiner Komfortzone rauskomme, dann werde ich ewig so weitermachen, werde ich ewig weiter rumtrödeln. Und natürlich hat man mal so vor 5 bis 10 Leuten mal einen kurzen Part rausgehauen. Aber heute nochmal, das ist nochmal diese andere Liga. Ich habe mir extrem viele Gedanken darum gemacht, was ich heute euch mitgeben könnte, was ich aufs Next Level bringen könnte, was mir vor allem halt helfen würde, aufs Next Level zu kommen. Und dann dachte ich mir einfach, ja, geh mal die Notizen durch. Du hast tausende Seiten, wirklich. Ich habe wirklich einen ganzen Ordner voller Notizen. Habe mir gedacht, so, ja, welches Nugget hat mir damals extremst geholfen? Bin extrem viele Seiten durchgegangen, wirklich. Habe jede einzelne Seite durchgelesen. Bis ich einfach realisiert habe, das, was die Leute fesselt, sind nicht irgendwelche dahergeworfenen Nuggets so, sondern die Story dahinter so. Und deswegen möchte ich einfach heute ein bisschen persönlich, also von mir was erzählen, welchen Weg ich durchgegangen bin. Und ja, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich heute hier am Start bin. Und wahrscheinlich kennen mich schon einige mit der Cap hier. Ich habe die auf jedem einzelnen Call an. Und deswegen, ich ziehe die erstmal ab. Was ein Wunder, ich habe sowieso fast keine Haare. Und yes. An erster Stelle erstmal zu mir, meine Vergangenheit.
ich hatte es nicht immer leicht, so, ich bin euch ganz ehrlich. Also, ich habe immer so gedacht, Schule ist das Einzige, so, was mich wirklich an die Stelle bringt, an die ich sein möchte, so. Und wahrscheinlich kennt ihr das alle so von früher, so. Von diesen ganzen Leuten, die ich immer eingeredet habe, so, ja, du musst die Schule gut machen, du darfst nicht einen einzigen Fehler machen, du musst jede Note gut schreiben und so weiter. Und besonders von den Eltern kommt der meiste Druck. Von der Schule, okay, ich hatte auch schon mal Tadel nach Hause bekommen, ich weiß nicht, ob das bei euch so genannt wird, aber so Direktoriatsverweise zu sagen. Und ja, hatte extrem viel Stress in der Schule. Bin nicht nur einmal die Schule gewechselt, sondern zweimal. Ich habe mir schon meine Zukunft ausgemalt als Müllmann. No front an die Müllmänner da draußen. Aber ich hatte schon wirklich mir gedacht, so, Kai, wohin soll ich das Leben mal führen, wenn du genauso weitermachst, wie du jetzt wirklich am Start bist? Und dann bin ich wirklich eine Zeit lang nicht in Depression reingefallen, aber in eine Sucht, weil ich mich abgelenkt habe, weil ich meine Gedanken so ein bisschen vernebeln wollte. Und das sehen mir die meisten wahrscheinlich nicht an und ich habe auch überlegt, ob ich das raushauen soll, wirklich. Ich war eine Zeit lang, auch in meinem jungen Alter, drogenabhängig, habe mir wirklich jeden Scheiß reingeballert, den ich in die Hände bekommen habe. Ecstasy, Tilidin, Gras und so weiter, so. Diese ganzen harten Sachen, so, weil ich einfach immer auf der Suche nach dem neuesten Hyper, um mich gut zu fühlen, weil ich meine eigenen Gefühle wirklich verleugnet habe und mir gedacht habe, so, ja, das wird dir weiterhelfen, verdrängen die Realität, hab einfach Vertrauen auf die Zukunft, irgendwann wird ein Wunder passieren, das dich jetzt weiterbringt im Leben, bis ich einfach angefangen zu realisieren, entweder du trödelst jetzt weiter rum, lässt die Zukunft einfach auf dich zukommen, oder du übernimmst Verantwortung und Kontrolle. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Jeder kennt das von diesen komischen Liebessprüchen auf Instagram von irgendwelchen eifersüchtigen Freundinnen und so weiter. Also wirklich, fangt an, Kontrolle zu haben. Fangt an, eure Zukunft so zu formen, wie ihr sie haben wollt. Und jeder ist wahrscheinlich aus diesem Grund erstmal gestartet. Diese geografische, unabhängige Traum, so finanzielle Freiheit. So. Ich bin euch ehrlich, das war auch mein Anfangstraum. Aber inzwischen ist ein ganz anderer so. Ich möchte nicht nur vor 74 Leuten, ich finde es extrem schön, dass so viele am Start sind, wirklich, nicht vor 74 Leuten sprechen, sondern auch eines Tages vor 100, 500, 1000, 10.000 Menschen. So viele, wie es geht. Ich möchte so vielen Leuten wie möglich diese Möglichkeit zeigen und auch wirklich zeigen, was möglich ist. So. Und auch wie es Finn schon angesprochen hat und wie es einige schon mitbekommen haben. Ich habe früher immer so private Trading-Sessions gemacht, habe immer versucht, im Team so die Profit zu holen, weil es mir einfach extrem viel Spaß gemacht hat. Und da ist in mir so auch so ein kleiner Traum gewachsen, und zwar Go-Life-Educator zu werden. Und das Ding ist, ich möchte nicht nur irgendein Go-Life-Educator werden, sondern der mit den meisten Views aus Deutschland und, wenn nicht so aus der Welt, und vor allem, das ist das Wichtigste, mit der besten Winrate auf der ganzen Welt. Ich sag's euch, so wie es ist. Und ich weiß ganz genau, wenn ich hier so weitermache, wie ich aktuell weitermache, dann werde ich dieses Ziel auch erreichen. Weil ich habe diese Richtung hier und egal, ob ich jetzt mal da abbiege, ob ich mich mal im Kreis drehe, bin ich euch ganz ehrlich, was zählt ist, dass du dein Ziel vor Augen hast und jeden Tag alles Nötige tust, um es zu erreichen. Egal, was für Struggles kommen werden, was für Murphys kommen werden, und manche kommen auch wirklich extrem krasse Murphys, was zählt ist, dass du dich nicht davon abbringen lässt. So. Kurze Geschichte am Rande. Letztens kommt mein bester Freund auf mich zu, will mir das Ganze ausreden. Und solche Leute werden immer kommen, so. Das ist das Ding, so. Und ihr habt es schon auf tausenden Teamcalls gehört. Ihr Horizont ist nicht euer Horizont. Ihr Limit ist nicht dein Limit. Du bestimmst dein Limit, du bestimmst deine Grenzen, du bestimmst, wie weit du gehen kannst und wie weit du gehen möchtest. Das ist das Ding, so. Und da kam bei mir auch das mit Belief ins Spiel. Belief an mich selbst, Belief ans Business, Belief an Gott, so. Obwohl ich eigentlich ein Atheist bin. Ich bin euch ganz ehrlich, vor einigen Tagen hat sich das geändert. Und ja, das ist aber das Ding. Gott schließt Türen, die du nicht brauchst. Türen zu Menschen, die dir schaden wollen und öffnet dir neue, wunderbarere Möglichkeiten. Zu. Und deswegen, hab Vertrauen in dich, hab Vertrauen in Gott, weil Gott steht hinter dir und vor dir. Und du weißt, wo du hingehen möchtest. Wenn du Gott im Rücken hast, kann dich niemand aufhalten. Das ist das Ding so. Gott steht vor dir und räumt dir Steinchen, Kieselsteinchen, kleinere Felsen und sogar Berge aus dem Weg. Aber du musst wirklich jeden Tag diesen Weg straight durchziehen. So. Und das ist das Wichtigste. Glaub mehr an die Dinge, die du noch nicht hast, als an die Dinge, die du schon hast. So. Und ich sehe da einige lachen, so feiere ich auf jeden Fall die gute Stimmung hier. Leander, Shoutout an dich. Und yes.
Auf jeden Fall, was ich von meiner Ablehnung noch gelernt habe, den Satz habe ich früher immer so unterschätzt. Alles ist dem möglich, der da glaubt. Aber wenn du nicht daran glaubst, was glaubst du, willst du denn erreichen? Wenn du nicht mit vollem Herzen daran glaubst, wohin soll dich dein Weg führen? Halbes Herz, halbe Resultate. So ist das Leben, also das ist das Ding. Und da kommt auch die Persönlichkeitsentwicklung ins Spiel. Wenn du wirklich bessere Ergebnisse anziehen möchtest, bessere Menschen anziehen möchtest, vor allem Network Marketing, dann musst du erstmal dich persönlich weiterentwickeln. Wenn du auf dem Level hier unten, seht ihr das? Klickt mal alle, wenn ihr das seht hier. Ich weiß nicht, wie tief meine Kamera hier alles anzeigt. Perfekt. Wenn du auf dem Level bist, dann kannst du niemanden hier oben anziehen. Wenn du hier unten bist, kannst du nicht den obersten Apfel vom Apfelbaum runterreißen. So ist das Ding. Und deswegen musst du dich erstmal weiterentwickeln, um genau diese Leute anziehen zu können. Und zwar Step für Step. Gib dir die Zeit. Das passiert nicht von heute auf morgen. Persönlichkeitsentwicklung ist ein langwieriger Prozess. Schau dir jeden Tag die Mentorship-Calls an. Mach dir jeden Tag die Notizen möglich. Und ich weiß, viele sagen immer, No-Takers are Money-Takers. Aber Schwachsinn. Action-Takers are Money-Makers. Weil du kannst noch so viel Theorie lernen, aber dadurch kannst du kein Auto fahren. Du wirst nicht auf die Straße gelassen. Du fährst in den ersten Baum rein, den du siehst. Deswegen setz auch wirklich um, was du lernst. Gib an deinem Team weiter. Ansonsten, ich sag's dir, du hast einen Unfall. So wie es ist. Und ja, ich möchte noch aufs Trading zu sprechen kommen. Und es wurde schon so oft angesprochen, ich muss es selbst auch nochmal ansprechen, weil ich selbst diesen Fehler so tausendmal gemacht habe, wirklich. Ich habe ihn tausendmal gemacht. Egal wie oft Finn mir das gesagt hat, egal wie oft Jakob mir das gesagt hat, weil ich immer alles besser wusste. Und ich weiß noch, wo wir einmal diese Trading-Session im Team gemacht haben, Leander kam auch noch dazu. Nochmal Shoutout an Leander. Und da habe ich halt wirklich diese Trading-Session begleitet, habe mich gefühlt wie der absolute King so. Kai, du hast es drauf. Du hast Matthew Taylor Fußball durch die Füße geschossen, wirklich. Du bist der King, du dribbelst jeden aus hier. Du machst ein 4 zu 0 in der Session, du machst ein 6 zu 1 da auf einer Session. Und diejenigen, die mit mir auf einer Session mal waren, die wissen ganz genau, dass ich Profits hole so. Aber dann kommt das Ding, das Ego. Natürlich hast du mal einen guten Run so. Aber das heißt nicht, dass du morgen einen guten Run haben wirst, dass du die ganze Woche einen guten Run haben wirst oder dass du einen Monat einen guten Run haben wirst. Du bist erst dann profitabel, wenn du wirklich 5 Jahre lang am Stück wirklich mal profitabel tradest. Und sei demütig. Nutzt das System. Finn hat es tausendmal gesagt. Ist bestimmt zu euch und zu mir. Nutzt das System. Wir haben doch diese Leute, die wirklich 6-, 7-, 8-stellig, vielleicht sogar 9-stellig am Markt verdienen. Vielleicht verheimlichen die das für uns, vielleicht gibt es auch 10-stellige so. Und das ist das Ding. Wenn du das System wirklich richtig nutzt, dann wirst du langfristig profitabel sein. Geh doch mal 2, 3 Wochen konstant, 2, 3 Monate konstant auf so eine Session. Also ich trade jetzt HFX und schau Matthew Taylor und Taylor Marks so. Pro Woche 8 Sessions. Nehmen wir die noch von Leander mit, haben wir pro Woche 11 Sessions. So. Allein Matthew Taylor hat eine 85-prozentige Winrate. Stell dir das mal vor. 2, 3 Monate. Profitabel traden, die Resultate sich gönnen. Warum möchtest du das Ganze versauen, indem du dir ab und zu mal overleveragst, ab und zu mal so einen dicken Trade raushaust, weil du denkst, oh ja, jetzt habe ich ein geiles Gefühl. Ich mache jetzt mit einem 100-Euro-Konto einen 20-Euro-Trade. Schwachsinn. Schwachsinn. Ich sage es euch, wie es ist so. Ihr sagt ja alle immer, beziehungsweise ich habe selbst immer gesagt, so, ja, ich sehe dieses Trading-Game langfristig, ich möchte natürlich langfristig finanziell unabhängig werden, aber im Endeffekt habe ich trotzdem overleveraged. Und dann natürlich gesagt, ah, das war ein aus Versehen. Das war ein aus Versehen. Ich habe natürlich nur aus Versehen auf diese 10 Euro draufgeklickt, anstatt auf 1 Euro. Passiert jedem mal. Aber was zählt ist, dass du daraus lernst. Dass wirklich ein Resultat, also wirklich ein Learning daraus siehst du. Du kannst Geld verlieren. Aber mach nicht den gleichen Fehler 2, 3 Mal so. Lern wirklich aus den Fehlern, die deine Upline oder dein Mentor so gemacht hat. So. Du musst nicht die gleichen Fehler machen. Dafür haben wir diese Leute doch, die wirklich genau diesen Weg gegangen sind. So. Deswegen verspreche ich mir einfach, wenn ihr es immer noch falsch macht, ändert es ab heute. Weil genau in diesem Moment, genau hier und jetzt auf diesem Teamcall, entscheidest du dich, wie deine Zukunft aussehen wird. Weil in Zukunft ist nichts anderes als das Resultat unserer täglichen Handlung. Das, was wir jetzt machen, in 1 Minute machen werden, in 10 Stunden machen werden. Deswegen entscheide dich einfach dazu, ab heute die beste Version von dir selbst zu sein, weil
solltest du jetzt schon wirklich mit deiner Workout, die du aktuell hast, und wirklich denken, dass du schon da angekommen bist, denken, dass du auf dem richtigen Weg bist, dann wärst du doch schon längst Chairman, dann wärst du doch schon längst Six-Figure-Trader. Deswegen reiß dich ab heute mal zusammen und nutze wirklich das System. Geh den Weg, der dir vorgegangen wurde. Weil du kannst dich auf einer Baustelle einfach erwarten, dass du lang gehen kannst mit einem fetten Vorschlaghammer und dass du die Wand triffst. Am Ende fällt dir auf den Fuß, ich sag's dir. Und ja, auf jeden Fall, ich denke mal, das war's zu mir und meiner Story. Ein paar Learnings, die ich mitgeben konnte. Negative Erfahrungen, die ich selbst machen musste, aus denen ich meine Schlüsse gezogen habe und dadurch wachsen durfte. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall enorm auf die anderen Speaker. Habt euren Stift, habt euren Blog parat, weil 95% der Sachen vergessen wieder nach 2 Stunden, wenn ihr die nicht schreiben. Und gebt dann euer Team weiter, besonders an die Leute, die heute nicht am Start waren. Und jetzt, ich freue mich auf jeden Fall, wie gesagt, enorm auf die anderen Parts. Ich wirklich, wir haben es alle enorm dafür ins Zeug gelegt. Stimmt von uns allen die erste Speech, so deswegen alle mit Herz dabei. Schätzt das Ganze. Und ja, ich gebe wieder zurück an Finn. Geil, brutale Maschine! Zurück, Junge! Maschine, Junge! Ey, geisteskranker Part. Geisteskranker Part, Leute. Gib mal ein bisschen Liebe in den Chat. Raste mal ein bisschen aus. Es war absolut heftig. Ja, direkt hier schon so ein heftiges Opening. Geisteskranke Nuggets, ja. Geisteskrank, wie du auch gespeakt hast. Deswegen mega, mega Props, Bro. Auf jeden Fall, die Zukunft ist bright für dich. Ja, ich freue mich auf die Entwicklung. Und wie schon im Chat geschrieben, du musst erst an Tim und mir vorbei für eine Educator. Aber, danke, let's go. Ich glaube an dich, Bro. Ich glaube an dich. Let's go. So, geiler Part, geiles Opening. Und ich freue mich jetzt auch schon, den nächsten Speaker ankündigen zu dürfen. Ja, der nächste Speaker war sogar gerade eben noch hier. Ja, der ist 8 Stunden oder so um den Dreh, glaube ich, hochgefahren. Ja, hochgefahren, um im Endeffekt hier endlich mal ein paar Leute hier auch nochmal hier live kennenzulernen, vor allem auch mich nochmal kurz vor Portugal zu sehen. Absolute Ehre gewesen, ihn treffen zu dürfen, jetzt bevor ich in Portugal bin. Ja, richtig, richtig geil. Er ist einfach eine Maschine, er ist ein Macher. Ja, schon so von Tag 1, wo ich ihn kennengelernt habe, war er Feuer und Flamme. Ja, er hat immer ein Smile im Gesicht, er ist immer vorne mit dabei, er ist immer am Mitschreiben. Ja, er ist immer am Updancen, ja, immer am Updancen. Gut Musikgeschmack, Bro! Und einfach gute Laune, ein Macher. Ja, ich bin extrem und froh und dankbar, einfach mit dir zusammenarbeiten zu dürfen. Und ich freue mich geisteskrank jetzt hier auf deinen ersten Part vor 77 Menschen, Bro. Ich weiß, du wirst das Ding rocken. Ich werde dich entmuten und ich würde sagen, let's fucking go! Herzlich willkommen, Freunde. Herzlich willkommen. Ich bin extrem aufgeregt, ja. Das erste Mal, dass ich so vor so vielen Leuten speake, ja, erstmal eine richtige Ehre, ja, dass ich hier speaken darf. Kuss an euch alle raus und Leander, du bist einfach zu groß. Du bist zu groß. So, ich habe ganz, ganz lange überlegt, über was ich denn überhaupt speak. Und bin nie so, ich habe überhaupt gar nicht gewusst, über was ich speak. Gell? Ich so, scheiße, Leander hat zu mir gesagt, ey, am Mittwoch musst du speaken. Ich so, scheiße, was soll ich sagen, was soll ich sagen? Was mache ich? Und dann habe ich so ein bisschen realisiert, dass es bei mir momentan einen Punkt gibt, den ich nicht so gut konnte. Und das war bei mir so die Zeitmanagement. Ja, ich habe einfach gemacht und habe sehr wenig Zeit für meine Mutter, für meinen Bruder, alle mögliche gehabt. Und da kam meine Mutter zu mir und hat gesagt, ey Justin, guck mal, ich feier's, dass du hier wirklich was für dich machst, aber nimm dir doch auch mal Zeit für deinen kleinen Bruder oder für mich. Und da ist mir das erst alles aufgefallen. So Zeitmanagement ist extrem wichtig und ja, es ist einfach wichtig, dass man seine Zeit so ein bisschen trackt, ja, wann man isst, wann man duscht, Pausen, ganz wichtig, komme ich nachher nochmal dazu. Go live, wann man arbeitet und ja, du weißt, dass du auf dem richtigen Weg bist, ja, wenn du weißt, dass du die ganze Zeit Vollgas gibst und die ganze Zeit durchziehst, ja, wie ich mit Felix, ja, einem Teampartner jetzt hier extra 8 Stunden hochfahre, um Lern dann nochmal zu sehen, bevor er hier abhaut und es ist, ich küsse dein Herz und es ist einfach krass, so diese Liebe hier. Ja, und es ist einfach wichtig, Freunde, dass ihr eure Zeit so ein bisschen trackt. Ja, weil ich habe jetzt angefangen, seit 3 Wochen mein Kalender komplett voll zu ballern. Von wann bis wann ich arbeiten bin, wann ich Calls habe, wann ich Pausen mache. Shisha-Pausen, Jungs, ihr wisst Bescheid. Wann ich immer Pausen mache, wann ich einfach mal rausgehe an die frische Luft. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr die ganze Woche lang hasselt, geht einfach mal raus. Ja, lauft mit euren Freunden mal eine Runde und erzählt denen, was ihr so macht. Ja, das ist einfach geistesgesund. Geisteskrank gibt es nicht mehr. Geistesgesund, ja. Wie sich das alles so entwickelt. Und yes, jetzt, wo ich eigentlich so meinen Fokus drauf setzen wollte, waren Pausen, ja.
Pausen sind extrem, extrem, extrem wichtig. Ja, ich habe für mich klar gemacht, dass ich jeden Sonntag Pausen machen werde. Ja, unter der Woche traden, am Wochenende Network machen ist gut und alles, aber ich brauche am Sonntag mal so ein bisschen meine Ruhe, um wieder runterzukommen. Weil ich halt die ganze Zeit Vollgas gebe, komme ich nicht auf dieses gechillte Level. Wisst ihr, was ich meine? So, ihr macht die ganze Zeit, einfach mal wieder runterkommen, mal einfach hinsitzen, eine Pfeife rauchen oder draußen eine Runde laufen. Ganz wichtig. Ja, und ich habe mir mal hier Notizen gemacht. Ich muss hier ganz kurz nochmal aufmachen, damit ich hier ungefähr meinen Faden habe. So, und was ich halt gemerkt habe, ich mache jetzt das seit 3 Wochen, wo ich extra sonntags so meine Ruhe nehme, dass ich viel, viel besser trade, dass ich viel professioneller Calls durchziehe, weil ich einfach diese Ruhe wiedergefunden habe. Ja? Und es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr beim Traden nicht emotional handelt. Und das ist bei mir so, weil ich trade immer Sonntagabends, fange ich an zu traden. Und wenn ich dann Sonntag komplett meine Ruhe habe, gehe ich Sonntagabends an den Markt und setze da meine krassesten Trades. Von Sonntag, wenn ich meine Trades setze und schlafen gehe und Montag dann wach werde, die sind einfach alle im Profit. Einfach nur, weil ich mich hingesetzt habe, runtergekommen bin, ja, und einfach professionell da dran gegangen bin. Und klar, dann stehst du morgens auf, machst deine Morgenroutine, ja. Und ich habe mir abgewöhnt, morgens auf den MetaTrader zu gucken. Ja, das ist so ein Emotionalkiller bei mir. Ich gucke morgens auf den MetaTrader, wenn ich dann gucke, ah, scheiße, alle Stop-Loss getroffen, habe ich so eine Fresse, dass keiner mir über den Weg laufen kann. Und jetzt bin ich so, dass ich dadurch, dass ich halt morgens nicht auf MetaTrader gucke, extrem entspannt. Ja, ich gucke dann mittags mal, wenn ich ein bisschen arbeiten war, wenn ich ein bisschen meine Zeug erledigt habe, gucke ich dann mal auf den MetaTrader und dann läuft das alles. Genau. Und was auch sehr wichtig ist, dass ihr euch belohnt, ja, für das, dass ihr so hart gearbeitet habt, ja. Belohnt euch. Es muss nicht unbedingt jetzt gleich eine Karre sein oder ein Haus oder sonst irgendwas, aber es kommt auf die kleinen Dinge drauf an, ja. Belohnt euch ein bisschen. Mal einen neuen Tabak, mal eine neue Pfeife, ein neues Mundstück oder sonst irgendwas. Ja, so ist es bei mir. Oder einfach mal rausgehen mit den Jungs und einfach mal für eure Freunde das Essen zu bezahlen. Wisst ihr, wie happy die Leute sind? Das ist einfach geistesgesund. Geistesgesund, merkt euch das. Es gibt nicht mehr geisteskrank. Geistesgesund. Wenn ihr einfach wisst, ihr seid gerade komplett in Profit geschossen und eure Freunde einladet zum Essen. Das ist geistesgesund, Jungs. Geistesgesund. Genau. Ja, meine Belohnung ist immer Pfeife am Abend. Ja, die Jungs, ihr wisst Bescheid, wenn ich durchgezogen habe, immer eine Pfeife am Abend. Ja, dann ein bisschen dancen vor den Calls, nach den Calls, so, dann kann man wieder perfekt. Ja, guck mal, meine Jungs. Ja, und ja, nehmt euch die Zeit, macht Pausen, realisiert so ein bisschen. Ja, ganz, ganz wichtig und belohnt euch. Das wollte ich euch nur mal so mitgeben, weil das so ein Ding war, was bei mir nicht so gut gelaufen ist. Genau, nicht nur immer Work, 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 Familie wird auch ganz groß geschrieben, ja, nehmt euch auch Zeit für eure Eltern, für eure Brüder, Freunde und genau, geistesgesund, Freunde, merkt euch das. Das war es soweit von meinem Part. Leander, vielen, vielen Dank, dass ich speaken durfte. Ich war extrem aufgeregt, aber ja, Übung macht den Meister. Wir, glaube ich, speaken ja alle zum ersten Mal. Auch geistesgesund von Kai. Maschine. Und ja, ich habe euch alle lieb. Später wird noch gedanced. Der, wo nicht danced, der... Egal, lassen wir das Thema. Und Pfeife, Jungs. Dankeschön, Leander. Junge! Geisteskrank, Junge! Komm rüber hier! Junge! Geistesgesund! Geistesgesund! Crazy Part, Mann! Gänsehaut auf der Gänsehaut! Macht mal ein bisschen Flamme in den Chat, ihr Lieben. Genau, lasst den Chat schön brennen für den Justin. Spann den Arm an, Bro. Spann die Arme an, Bro. So, ihr Lieben. Vorab eine kleine Sache von mir. Erstmal einen wunderschönen guten Abend an alle zukünftigen Millionäre hier in diesem tollen Zoom-Call. Wir haben leider meines Erachtens nach nur 81 Teilnehmer hier. Das ist schon, sag ich mal, eine kleine Steigerung zu den letzten Team-Calls. Aber Leute, wir sind hier 170 Leute, glaube ich, mittlerweile, ja, im Team BYOB. Und wir sind nicht umsonst Team BYOB. Das heißt, normalerweise müssten hier 170 Leute anwesend sein. Und genauso müsste auch jeder hier seine fucking Kamera anhaben. Weil, wenn ihr irgendwo auf einem Meeting seid, bleibt ihr auch nicht vor der Tür stehen, sondern ihr geht auch da rein. Richtig oder verkehrt? So, wunderbar. Alles klar. Also Leute, ich darf heute eine ganz, 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 ganz besondere Dame aus meinem Team hier edifyen. Ja?
Ich freue mich auf jeden Fall, dass sie heute hier sprechen wird, denn Leute, diese Person kann nicht 100% geben, okay? Sie gibt immer 100%, egal in was für einer Situation, egal in was für einer Sache, ja? Ihr müsst euch vorstellen, Abitur, glaube ich, mit 1er, irgendwas abgeschlossen, studiert, nebenbei arbeitet, nebenbei IM 24-7, ich weiß gar nicht, wie sie das alles unter einen Hut bekommt, aber sie rastet hier komplett aus, okay? Müsst euch vorstellen, ich habe damals angefangen zu traden und habe nach 3-4 Tagen getradet, sie hat nach einem Tag getradet. Kein Plan, wie sie das gemacht hat, aber sie hat es definitiv hinbekommen. So, nächster Punkt, Leute. Lasst hier richtig jetzt mal Flammen, Einsen, Siebenen, was auch immer für Lin brennen, denn Lin wird jetzt hier alles auseinandernehmen, Leute. Seid gespannt. Ja, schönen guten Abend, meine lieben Freunde. Ich freue mich, dass ich heute Abend auch mal hier ein paar übernehmen darf. Danke erst noch für deine lieben Worte. Kann ich auf jeden Fall alles nur zurückgeben. Ich bin dir auch extrem dankbar, dass du mir die Möglichkeit hier aufgezeigt hast, dass du mich jeden Tag unterstützt. Und genauso bin ich auch Leander dankbar. Ihr nehmt euch übertrieben viel Zeit für euer Team. Und ich glaube, da spreche ich im Namen von allen hier. Das wollte ich einfach nochmal sagen. Da bin ich wirklich extrem dankbar. Ich bin natürlich auch ein bisschen aufgeregt. Aber das machen wir schon. Also ich würde sagen, ich starte einfach mal direkt. Ich habe mir natürlich auch viele Gedanken gemacht, worüber ich heute Abend sprechen kann. Und mir ist eine Sache eingefallen, die ich persönlich als sehr, sehr wichtig empfinde. Und das ist einfach der Glaube. Der Glaube an euch selber und vor allem Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Selbstvertrauen und der Glaube an euch selber oder der Glaube an dich selber ist die Grundlage von jedem großen Erfolg. Das heißt, du musst selber an dich glauben, du musst selber genug Selbstvertrauen haben, damit du deine Ziele erreichen kannst. Ohne den Glaube an dich selber wirst du niemals die Chance haben auf den Erfolg, den du dir erhoffst oder den du erwartest, sondern du wirst Niederlagen haben, wenn du nicht an dich glaubst. Und dann wirst du nicht die gewünschten Ziele bzw. die gewünschten Resultate erreichen. Und du willst doch Resultate erreichen. Du willst bestimmte Ziele erreichen. Du hast dir Ziele gesetzt. Warum bist du bei IM gestartet? Weil du bestimmte Ziele hast. Also fang an, an dich zu glauben und fang vor allem an die Erreichung deiner Ziele zu glauben. Und glaub nicht nur dran, sondern weiß es. Das heißt, du musst wissen, dass du deine Ziele erreichen wirst. Hab eine gewisse Erwartungshaltung. Mit genügend Selbstvertrauen ist alles möglich. Es ist nichts unmöglich, wenn du genug Selbstvertrauen hast. Vor allem, wenn du an dich selber glaubst, werden andere auch an dich glauben. Das heißt, das, was du selber ausstrahlst, so wie du an dich selber glaubst, so werden andere auch von dir denken. Und es werden andere werden dich so wahrnehmen, wie du selber von dir selber denkst. Und ein weiterer wichtiger Punkt, warum der Glaube an dich selber so wichtig ist, ist einfach, dass wenn du genug selber an dich glaubst und genug Selbstvertrauen hast, einfach die negative Beeinflussung von anderen Menschen komplett abblockst, weil du weißt, dass du das eh schaffen wirst. Und es wird immer weniger Zweifel geben und je weniger Zweifel es gibt, desto schneller wirst du an deine Ziele kommen. Denn wir alle arbeiten für unseren Traum und nicht für den Traum von jemand anderem. Deswegen sind wir alle hier. Deswegen sind wir bei IM. Also arbeite an deinem Traum und nicht an dem Traum von jemand anderem. Und ich habe das gerade schon kurz erwähnt, dass du nicht nur an die Erwartung deiner Ziele, an die Erreichung deiner Ziele glauben solltest, sondern sie erwarten solltest, weil du weißt, dass du bald alles haben wirst, was du möchtest, was du dir erhoffst, was du dir von der Zukunft wünschst. Du weißt es. Du weißt, dass du bald die Person sein wirst, die du sein willst. Und je stärker diese Erwartungshaltung ist, desto weniger Widerstandsgefühle werden da sein, desto weniger Mangelempfinden wirst du haben. Und ihr wisst alle, dass Mangel anzieht. Ich denke mal, ihr kennt euch alle mittlerweile ein bisschen mit dem Gesetz der Anziehung aus. Wenn nicht, schaut euch auf jeden Fall den Film The Secret an. Und vor allem seid dankbar. Leute, seid dankbar für eure jetzige Situation. Hört auf, morgens direkt an euer Handy zu gehen, Instagram durchzuscrollen und zu gucken, was andere Leute haben, was ihr nicht habt. Gönnt den Leuten das und fangt an, daran zu glauben, dass ihr irgendwann selber in der Situation sein werdet und freut euch für andere Leute, weil ihr wisst, dass ihr selber irgendwann an der Stelle sein werdet, an der diese Personen sind. Jetzt habe ich den Faden verloren. Egal, ich mache einfach weiter. Also, nächster Punkt, ganz wichtiger Punkt, glaubt nicht nur an euch selber, glaubt vor allem auch an das Business. Ihr müsst an das Business glauben, weil warum habt ihr ansonsten hier gestartet? Warum habt ihr euch bei IM angemeldet? Warum seid ihr diesen Schritt gegangen?
warum machst du IAM und warum hast du dich nicht bei irgendeiner anderen Network oder bei irgendeiner Network-Marketing-Scheiße angemeldet? Sorry für meine Ausdrucksweise. Ihr habt euch bei IAM angemeldet, weil ihr hier Potenzial seht, weil ihr wisst, dass ihr eure Ziele mit IAM erreichen werdet. Weil ihr wisst, dass ihr eure Träume irgendwann leben könnt. Deswegen seid ihr hier, oder? Deswegen glaubt an IAM, glaubt an euch selber und verbindet den Glaube an euch selber mit dem Business, verknüpft das, weil dann seid ihr unaufhaltbar. Und ihr müsst euren Glauben an euch selber nach außen tragen, wie ich gerade schon gesagt habe, weil ihr dadurch einfach eine viel höhere Überzeugungskraft bekommt. Leute werden sich von alleine für euch interessieren, Leute werden euch von alleine folgen. Ihr braucht dann keine Leute mehr bei Instagram anschreiben oder sonst was, weil die Leute wissen, ihr glaubt an euch, ihr glaubt an das Business und dann kommt das von ganz alleine. Und selbst wenn es bei euch mal schlecht läuft, behaltet den Glauben an euch selber und habt vor allem keine Angst vor Herausforderungen. Denn wenn ihr an euch selber glaubt, dann werdet ihr jedes einzelne Problem lösen. Dann steht ihr morgens auf und ihr wisst ganz genau, egal was für ein Problem heute kommt, ich werde dieses Problem lösen. Ein Vogel hat ja auch keine Angst davor, wenn er auf irgendeinem Ast steht, dass der Ast durchbricht, denn er vertraut auf seine eigenen Flügel. Das heißt, vertraut auf eure eigenen Fähigkeiten. Egal was kommt, egal was für Probleme auftreten, egal was ihr für Schwierigkeiten habt, glaubt an eure eigenen Stärken, glaubt an eure Fähigkeiten und vor allem vergleicht euch nicht. Nutzt eure eigene Individualität, eure eigenen Stärken, eure eigenen Fähigkeiten, damit ihr auch eure individuellen Ziele erreichen könnt. Weil jeder von uns hat unterschiedliche Ziele, jeder hat unterschiedliche Fähigkeiten. Aber dementsprechend haben wir auch unterschiedliche Ziele, die wir verwirklichen wollen. Und auch wenn ihr das Gefühl habt, dass es vielleicht mal hier bei IAM nicht so einfach läuft, wie ihr es euch vorgestellt habt, macht einfach weiter, macht trotzdem weiter. Denkt an eure Stärken, denkt an eure Fähigkeiten und vor allem denkt an euer Warum, denkt an eure Gründe. Ich hoffe, ihr habt euch alle schon eure Gründe aufgeschrieben, eure Ziele terminiert aufgeschrieben und vor allem ein Vision Board. Das Allerwichtigste. Schreibt euch vor allem die Gründe auf. Warum seid ihr bei IAM? Warum macht ihr das Ganze hier? Warum habt ihr dieses bestimmte Ziel? Schreibt es euch auf. Und das ist extrem wichtig, dass ihr wirklich für eure Ziele auch Gründe habt, weil ihr dadurch viel, viel disziplinierter an die ganze Sache rangeht. Und weil ihr einfach auch so euren Willen stärkt, die Ziele zu erreichen. Also fangt an, eure Ziele aufzuschreiben, fangt an, eure Träume zu verwirklichen und glaubt dabei an euch. Und jetzt komme ich noch zu einem ganz wichtigen Punkt, der meines Erachtens sogar noch wichtiger ist. Es bringt nichts, wenn ihr den ganzen Tag nur an euch glaubt, meditiert, visualisiert und was weiß ich, macht, aber nicht handelt. Ihr müsst handeln. Gebt jeden Tag 1% mehr. Wendet euer Wissen an. Das heißt, wenn ihr am Tag davor irgendwas Neues gelernt habt, wenn ihr ein Buch gelesen habt, wenn ihr ein Hörbuch gehört habt, wenn ihr eine Go-Live-Session geguckt habt, dann wendet das Wissen auch an. Das hatte der Kai und ich glaube, der Justin auch vorhin auch schon kurz angesprochen. Ballert euch nicht 50 Bücher in einem Monat rein und dann wisst ihr gar nicht mehr, was überhaupt auf der ersten Seite stand. Wendet euer Wissen an. Und vor allem redet auch mit Leuten, die erfolgreicher sind als ihr. Und verhaltet euch so, wie die Person, die ihr gerne sein möchtet. Denn nur so werdet ihr eure Ziele erreichen. Und ich hoffe, dass jeder einzelne von euch sich heute Abend hinsetzt und mal überlegt, mal reflektiert, den Tag reflektiert. Was habe ich heute vielleicht nicht so gut gemacht? Was kann ich morgen besser machen? Habe ich heute genug dafür getan, dass ich mein Ziel irgendwann erreichen werde? Das ist mega wichtig. Jeder von euch wird jeden Abend 5 Minuten Zeit haben, um einmal zu überlegen, ob der Tag so gelaufen ist, wie er hätte laufen sollen. Und macht euch dann Gedanken drum, was ihr am nächsten Tag besser machen könnt. Und vergisst dabei einfach nicht den Glauben an euch selber, wie ich es jetzt schon 1000 Mal gesagt habe, aber es ist einfach extrem wichtig. Und glaubt daran, dass ihr eure Ziele erreichen werdet. Denn wenn euer Glaube da ist, fehlt nur noch eure Handlung. Und dann kommt ihr ans Ziel. Und das war es auch schon von mir. Ah!
Junge, was für ein Jackpot! Geil, geil. Also erstmal auch Props an dich, Lynn. Allgemein an alle Speaker, die bis jetzt hier schon gesprochen haben. Unnormal geil. Mich freut es auch immer wieder, hier die Mädels zu sehen. Ja, deswegen, Liebe geht raus an dich. Extrem geil, was du so mitgegeben hast. Ihr müsst ein bisschen leiser sein. Danke. Perfekt. Jetzt habe ich die Ehre, den allerletzten Speaker ankündigen zu dürfen. Und ich finde es auch extrem geil, dass er als letztes kommt, weil jeder kennt es, mittlerweile 36 Minuten vergangen. Der ein oder andere, hoffentlich natürlich nicht. Schläft vielleicht schon. Wenn dieser Mann hier das erste Wort spricht, wird auf jeden Fall jeder aufwachen. Und zwar, von wem spreche ich? Dem lieben Michael. Ja, ab Sekunde 1, wo ich ihn kennengelernt habe, ich dachte mir so, krank, wie kann man so viel Energy haben, wie kann man so geil am Start sein, wirklich, er hat eine extrem kranke Work Ethic, übernimmt von Sekunde 1 die Verantwortung und das ist auch extrem krass, so alles, was man ihm sagt, setzt er einfach direkt um, übernimmt für alle, für sein Team die Verantwortung, hat auch ein extrem, extrem geiles Team schon aufgebaut, so, ich liebe es, wenn wir Calls zusammen haben, weil ich genau weiß, so, keine Ahnung, jedes Mal, wenn man irgendwie einen schlechteren Tag hat, irgendwas nicht so nice passiert ist, auf einmal Michael kommt in Call und du denkst dir, wow, das ist so geil, deswegen, Michael, ich würde sagen, wir anderen stumm dich jetzt, perfekt, ich freue mich extrem auf deinen Part, schreib mit und let's go. Yo, auf jeden Fall mega, mega nice, dass ich hier auch mal sneaken darf. Also ich wusste schon von Tag an, ich wollte das auf jeden Fall alles hier durchziehen. Schau mal, ich weiß nicht, die meisten müssen mich ein bisschen kennen, ja. Ich stelle mich mal trotzdem vorab, ich bin sehr nervös, aber das kriege ich, glaube ich, hin. Ja, ich denke mal, alle waren mal am Anfang nervös. Ich weiß, weil die ersten drei Speaker waren auch extrem nervös. Aber ich kriege es auf jeden Fall hin. Ja, schau mal, ich bin der Mika, ich bin 22 Jahre alt, komme aus der Nähe Düsseldorf, ja. Und muss ehrlich zugeben, am Anfang war ich selbst sehr kritisch mit dem Ganzen hier, ja, ich war ein Typ, ja, also der Robin ist mein Upliner, jeder kennt Robin, ja, ich war ein sehr kritischer Typ, ich wollte damit nichts zu tun haben und der Robin ist auf mich zugekommen, hat gesagt, guck mal, Bruder, schau es dir an, also ich und Robin sind schon seit Jahren beste Freunde und wie hat er mich gecatcht, was war der Grund, weswegen ich gesagt habe, okay, komm, ich guck's mir an. Ich muss ehrlich zugeben, es gab einen Grund, das war auch das, warum ich jetzt wirklich heute ja darüber sprechen wollte. Also bei mir war es wirklich so, er hat mich gefragt, Bruder, hast du Vision, ja, hast du irgendwas im Kopf, wo du hin möchtest? Und ja, mein erster Punkt ist wirklich die Warum-Frage, okay, die Warum-Frage, warum es so wichtig ist, wirklich diese Warum-Frage zu klären und sich wirklich, ja, Dinge aufzuschreiben. So, und bei mir war es auch so, ich hatte große Vision, ja, hatte ich, so, haben einige von uns, aber ich muss ehrlich zugeben, mein Grund, weswegen ich das Ganze gestartet habe und wirklich auch wirklich Fulltime, Alltime hier drin bin, ist wirklich mein emotionales Warum. Okay, deswegen ganz, ganz wichtig, man braucht ein emotionales Warum. Ich sage immer auch zu den Teampartnern zu mir, ja, ein Auto, ja, fährt auch nicht ohne einen Antrieb. Es braucht einen Motor und so ist es bei uns auch, okay? So ist es bei uns auch. Wir brauchen unser emotionales Warum, um das Ganze hier starten zu können. So, das mal noch vorab, warum das emotionale Warum wirklich so wichtig ist. So, und der zweite Punkt ist, ja, wo ich echt von Anfang an schon mir Gedanken drum gemacht habe, ja, warum ich gesagt habe, eigentlich brauche ich keine Notizen dafür, weil für mich ist das schon theoretisch, ja, selbstverständlich, dass es so ist. Und das ist die Frage, ja, wo ich mir gesagt habe, warum sehen wir Menschen Dinge als Probleme und nicht als Herausforderungen? Ich muss ehrlich zugeben, ohne IM wäre ich nie auf die Idee gekommen, ja, zu sagen, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen. Ja, da habe ich mir wirklich Gedanken drum gemacht, ja, wie kann ich den Leuten das nahebringen, ja, wirklich verbildlichen, was ich damit meine. Und dann ist mir aufgefallen, ey, lass doch wieder so werden wie Kinder, okay? Lass wieder so werden wie Kinder. Das bedeutet, ja, ein Kind, ja, das gerade anfängt, eine Sprache zu lernen oder wirklich lernt, laufen zu lernen, ja, sieht Dinge nicht als Problem. Ja, am Anfang, ja, wir wissen alle, Kinder, ja, vielleicht haben die mal kleine Geschwister, Cousins, Neffen, keine Ahnung, ja, wir wissen ganz genau, wenn ein Kind anfängt zu laufen, ja, fällt es mal hin. Okay, das wird passieren. Aber was hat dieses kleine Kind? Okay, es hat eine Vision. Was ist die Vision von diesem kleinen Kind? So zu werden, wie die Person, die schon vornherein ist. Das bedeutet, die Vision ist, ich möchte so sein wie mein Vater. Ich möchte so sein wie meine großen Brüder. Egal was, ich möchte, ja, weiterkommen wie der Rest auch. Okay, als ein kleines Kind. So, und das ist mir aufgefallen, dass wir wirklich, ja, auch bei der Sprache, ja, Kinder machen, wenn sie anfangen zu reden, ja, extrem viele Fehler. Aber sehen wir das, ja, als Elternteile oder als Geschwister als Fehler an? Nein, sehen wir nicht. Also das ist die Frage. Wann hat es angefangen, dass wir Menschen wirklich Dinge als falsche Fehler, Problem gesehen haben? So, und bei Kindern war es wirklich so, oder ist es so, dass sie durch die Dinge, die sie getan haben, durch die Fehler, die sie haben, wirklich, ja, also
Ja, sie haben daraus gelernt. Okay, sie haben das angenommen. Ja, ich sag mal, die haben die Herausforderung angenommen, daran zu wachsen. Das heißt, wachse daran. Okay, wachse an diese Herausforderung, die du hast, und nehme sie an. Weil hätten wir als kleine Kinder die Herausforderung nicht angenommen, könntest du, ich, ja, wir alle nicht sprechen. Okay, wir könnten mit anderen nicht kommunizieren. Oder, ja, wir würden alle noch auf vier Beinen laufen. Okay, deswegen lass wieder, wie Kinder, lernbereit sein. Okay, lernbereit, das bedeutet, ja, wirklich zu sagen, lass wieder die Denkweise wieder kriegen, wie die Kinder das bekommen haben. So, und dann kommt natürlich die Frage, okay, wann hat es angefangen, dass wir Menschen wirklich angefangen haben, Dinge als Probleme zu sehen? Ja, natürlich auch in der Erziehung. Okay, in der Erziehung wird uns auch jedes Mal gesagt, das ist ein Problem, das ist ein Problem, das ist ein Problem. Es ist falsch. Ich weiß, das ist natürlich bei allen so. Das heißt, großer Punkt ist natürlich die Erziehung. Aber es bedeutet nicht, dass du, ja, an dieser Erziehung, die du bekommen hast, festhalten musst. Das bedeutet, du kannst dich verändern. Das wissen wir alle ganz genau. Ich bin jetzt seit 2 Monaten hier dabei, muss ich ehrlich zugeben, ja, und habe schon bemerkt, ja, ich habe einige Freunde von mir also wieder gesehen, nach 2, 3 Monaten, und die haben gesagt, die konnten mich nicht wiedererkennen. Warum? Mein Mindset hat sich verändert. Ich bin auch sicher, ich muss ehrlich sagen, ich bin auch sehr stolz drauf, dass ich wirklich sagen kann, dass mein Mindset sich wirklich verändert hat. Okay, ich habe mehr, also ich sage ehrlich, ich kann mehr mit Menschen sprechen. Ich war immer so ein Typ, der recht leicht mit Leuten reden kann. Ich weiß nicht, ob man es merkt, dass ich sehr nervös bin, also ich bin echt am Zittern eigentlich. Aber ja, das wollte ich auf jeden Fall noch mitgeben. Und ich schaue gerade noch so, was ich mir noch so aufgeschrieben habe. Ja, ich habe noch so ein kleines Beispiel zum Warum. Ich habe gerade gemerkt, ich habe das leider vergessen noch zu sagen, warum ich das emotional, warum so wichtig finde. Ja, da habe ich mir auch Gedanken drum gemacht, und das war wirklich, ihr müsst euch das so vorstellen, das emotional, warum das so wichtig ist. Ja, das ist wirklich, stellt euch vor, ja, ihr seid ja in einem, ich sag mal, in einem Ozean. Ja, ich stecke in einem Ozean fest, ihr seid alleine dort. So, okay, dann habe ich mir was Kleines auch vorbereitet. Ich hoffe, man erkennt das auch richtig. Ich weiß nicht. Ja, man muss sich das vorstellen, ich habe hier so ein Ozean aufgemalt, ja, aufgemalt. Ihr müsst euch vorstellen, ihr seid genau hier in der Mitte, okay? Hier unten steht die Zeit, die ihr zu leben habt, okay? Hier seht ihr einen Abgrund, okay? Ihr müsst euch so vorstellen, warum das Emotionale, warum so wichtig ist und warum das wirklich, ja, warum ich sage, das ist eigentlich der Schlüssel für das Ganze hier, okay? Ich male noch was dazu, warum es so wichtig ist, ja? Okay, ihr seid hier, habe ich gerade gezeigt, und euer Emotional, warum muss eure Basis sein, euer Fundament? Das bedeutet eure Insel. Okay, das muss eure Insel sein. Das heißt, wenn ihr ja hier anfängt, ja, fängt hier an, fokussiert euch auf eure Insel. Okay, fokussiert euch dahin. Ja, man sagt, ihr müsst euch so vorstellen, man könnte sagen, okay, schwimm gegen den Strom. Aber das wird nicht reichen, weil du bist im Ozean. Wenn du nichts findest, ja, und nicht weißt, wo du hin musst, ja, dann wird es nicht. Das reicht nicht, wenn du gegen den Strom schwimmst. Also heißt, such dich. Also ich meine, ja, guck dich um, ja, finde eine Basis, finde die Insel. Und dann fokussiere dich und dann schwimm dahin. Dann passiert genau das, was wir alle wollen. Ja, du erreichst genau das, was du hier, ja, mit was du hier gestartet hast. Du wirst es erreichen. Glaube mir da. Glaube dir selbst. Das haben wir von der Lingard. Glaube an dir selbst. Ja. Und ich muss ehrlich zugeben, theoretisch gesehen war es das ja auch schon. Also ich habe theoretisch sehr schnell gesprochen, denke ich mal. Aber von mir war es auf jeden Fall. Ich danke euch allen, dass ich hier auf jeden Fall speaken durfte. Ja, hat mir auf jeden Fall mega gefallen. Ich habe Bock, auf jeden Fall mehr zu reden, ja, und ich würde sagen, ich gebe wieder ab an, ich weiß nicht an wem, aber ich gebe ab, ich mache mich stumm, und ich danke euch auf jeden Fall. Schlösch! Junge! Was geht ab? Leute, was waren das bitte für Parts? Was waren das bitte für Parts? Absolut geistesgesund! Absolut geistesgesund. Heftigste Parts, so krasser Mehrwert, so krasse Learnings, und erstmal nochmal Props auch jetzt nochmal an jeden einzelnen Speaker hier. Leute, ihr speakt einfach wie Profis, ja, direkt jetzt schon. Es war so heftig, wirklich von jedem Einzelnen. Ihr könnt so stolz auf euch sein, ja, ihr könnt euch so auf die Schulter klopfen, und Leute, feiert die wirklich, es war so heftig. Ja, auch ein Nugget, was ich doch am Ende mitgeben möchte: feiert andere Menschen, so wie ihr selber gefeiert werden wollt. Ja, also rastet komplett aus. Leute, so heftig. Ich bin so froh und dankbar, mit so geilen Menschen hier zusammenarbeiten zu dürfen. Ja, absolut heftig, dieses Team. Und Leute, das müssen wir erstmal verarbeiten. Deswegen, ich würde sagen, wir beenden hier auch schon den Call. Absolut heftiger Call. Ja, traumhaft. Ey, mir fehlen einfach die Worte. Ich bin echt so baff von jedem einzelnen Speaker. No joke. Ich bin einfach nur blessed, happy, grateful, Leute. Lasst uns noch mehr Gas geben. Lasst uns noch mehr Leute hier nach vorne bringen. Alle noch mehr wachsen. Die Zukunft wird heftig. Let's freaking go, Leute. Einen wunderschönen Abend euch noch. Ciao, ciao.
We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to gather.